Grüezi, ihr seht Spätverstellung, das Kinomagazin, dieses Mal aus der Schweiz. Wir stehen hier nämlich am grünen Teppich beim 12. Zürich Filmfestival. Das Drama Lion feiert heute Abend hier seine Europapremiere und es werden der Regisseur Garth Davis und auch Starproduzent Harvey Weinstein erwartet. Und worum es in dem Film geht, das zeigen wir euch jetzt. Auf der Suche nach Essen schläft der 5-jährige Saru in einem indischen Bahnhof in einem Zug ein und findet sich schon bald im weit entfernten Kalkutta wieder. Der kleine Junge irrt wochenlang durch die Stadt, landet in einem Waisenhaus und wird schließlich von dem australischen Ehepaar Brierley adoptiert. Jahre später lebt Saru mit seiner Freundin Lucy in Melbourne. Nacht für Nacht fährt er mit Google Earth das Schienennetz Indiens ab, auf der Suche nach seinem Heimatort. Als er die Hoffnung schon fast aufgegeben hat, passiert das Unglaubliche. Er findet ein Dorf, das seiner Erinnerung entspricht. Die Geschichte, die der Film erzählt, ist tatsächlich passiert. Lion basiert auf dem autobiografischen Bestseller Mein langer Weg nach Hause von Saru Brierley. Mit Stars wie Dev Patel, Rooney Mara und Nicole Kidman ist der Film hochkarätig besetzt. Inszeniert hat ihn der australische Regisseur Garth Davis. Bislang hat der Filmemacher eine Dokumentation und einen Kurzfilm inszeniert und ansonsten fürs Fernsehen gearbeitet. Lion is your first feature movie on the big screen. How did you get the idea? Ian Canning and Emil Sherman, who I was working with on Top of the Lake, they found this article about the story and they just thought it suited me, and when I read it, I loved it. So that's how it happened. And what was your biggest challenge during shooting the movie? I think realizing that half the movie was resting on the performance of a 5-year-old child. And how was it to work with such experienced actors like Nicole Kidman on the one hand, and on the other hand with an inexperienced child? It's all the same kind of problem, you know, and I think it was very exciting to put a non-actor with those actors, because sometimes the non-actors are great teachers to actors. Die Geschichte, die in Lion erzählt wird, ist klassischer Oscar-Stoff. Und jemand, der sich damit bestens auskennt, ist Produzent Harvey Weinstein. Der 64-jährige Oscar-Gewinner hat mehr als 300 Filme und Fernsehserien produziert. Darunter die Quentin Tarantino-Hits Pulp Fiction, Inglourious Basterds, Django Unchained und The Hateful Eight. Sowie die Oscar-Abräumer Shakespeare in Love, Chicago, Der Herr der Ringe, Die Rückkehr des Königs, Aviator und The King's Speech. Mit seinem Gespür für künstlerisch und kommerziell erfolgreiche Filme bereichert er seit Jahrzehnten das Kino. Auch von der Geschichte, die Lion erzählt, war er schnell sehr angetan. What is so special about the story of Saru that it is worth telling it? Well, I think that, you know, this story about hope. Somebody's missing for all those years. You think that they're dead, you think they'll never come back. And then it's the most beautiful, uplifting story you've ever seen. And it's not like giving away the ending, because the journey is amazing and people will be intrigued by everything. So it's a great story. It moved me. It moves me emotionally. And Garth and Ian and Emil did a great job. And how difficult was it to get stars like Nicole Kidman, Rooney Mara and Dev Patel for the project? Not easy, but in the long run, rewarding for all of us. Them too. Last question. Do you hope that you maybe get some Oscar nominations? I better. Thank you very much. Das war's hier von der Europapremiere zum Film Lion auf dem Zürich Filmfestival. Der Film startet Anfang 2017 in den deutschen Kinos. Wir freuen uns jetzt erstmal auf ganz viele weitere Premieren auf dem Zürich Filmfestival.